Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute unboxen wir den Chromecast 2. Das ist ein MediaStream Adapter von Google, der es euch erlaubt, euren alten Fernseher zu einem Smart TV aufzurüsten. Machen wir das Ganze mal auf. Wenn wir das Ganze mal öffnen, sehen wir als erstes den Chromecast selbst, den legen wir mal auf die Seite. Dann kommt die beste Anleitung, die es gibt, und zwar die 3-Schritt-Anleitung. Außerdem befindet sich in der Box noch ein Netzteil mit USB-Anschluss und das zugehörige Micro-USB-Kabel. Nun kommen wir zum Chromecast selbst. Dieser hat ein HDMI-Kabel, welches mit einem Magneten an dem Chromecast befestigt wird. Außerdem besitzt er noch einen Micro-USB-Port, in dem ihr das Ladekabel einstecken könnt. Und er hat noch einen einzigen Knopf, mit dem man ihn in die Werkseinstellungen zurücksetzt. Nun kommen wir zur Einrichtung des Chromecastes. Dazu benötigen wir die Google Home App. Diese ist sowohl für Android-Geräte als auch für iOS-Geräte verfügbar. Dort können wir gleich auf Einrichten klicken. Wir werden gefragt, ob wir es wirklich einrichten wollen. Natürlich klicken wir auf Weiter. Dann müssen wir warten. Nun werden wir gefragt, ob der angezeigte Code mit dem unseres Fernsehers übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, können wir nun einen Raum festlegen und den eindeutigen Namen eingeben. Nun verbindet sich der Chromecast mit einem beliebigen Netzwerk, das wir auswählen. Nun können wir einfach ein paar Mal auf Weiter klicken oder wir verbinden den Chromecast mit einem Netflix-Account. Dies ist insofern praktisch, dass man dann zum Beispiel über den Google Home Mini Netflix starten kann. Wenn der Chromecast gerade nicht streamt, zeigt er uns Fotos aus dem Internet an, die wirklich teilweise sehr schön sind. Außerdem zeigt er seinen eigenen Namen unten links an, unter dem man ihn zum Beispiel am Smartphone finden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt einfach irgendetwas in die Kommentare, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Ciao!